In unserer Serie Lokporträts schauen wir uns heute die 24009 mal genauer an. Diese Dampflok gehört zu den bekannteren Museumsmaschinen in Deutschland. Wir sehen die Maschine als erstes auf der Nebenbahn von Karl nach Schleiden in der Eifel. Hier war sie am 20. November 2005 im Einsatz. Der Zug hat soeben den Bahnhof Karl verlassen und rollt jetzt dem ersten Bahnhof Gmünd entgegen. Der Zug ist jetzt auf freier Strecke Richtung Gmünd unterwegs und wir schauen etwas in die Geschichte der Lok. Die 24009 ist im Jahre 1928 bei den Schichau-Werken in Elbing in Westpreußen mit der Fabriknummer 3124 hergestellt worden. Die Abnahme durch die Deutsche Reichsbahn erfolgte am 15. Mai 1928. Das erste Einsatzbahnbetriebswerk war Neustettin. Von dort aus gelangte die Lok in das Bayerische, nach Plattling und Landshut sowie später in das Bahnbetriebswerk Regensburg. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs verlor sich dann die Spur der Lok in Richtung Osten. Der Zug hat jetzt den Bahnhof Gmünd erreicht und wird gleich weiter entlang der Orlew in Richtung Schleiden fahren. Kurz hinter dem Bahnhof Gmünd verlässt die 24009 jetzt den Stadttunnel, um gleich wieder an einem Bahnübergang halten zu müssen. Und so gehen wir wieder zurück und schauen uns die Geschichte der Lok weiter an. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verblieb die Maschine in Ostdeutschland bei der Deutschen Reichsbahn. Hauptsächlich war die 24er im Raum Berlin beim Bahnbetriebswerk Anhalter Bahnhof eingesetzt, bis sie Anfang 1955 zum Bahnbetriebswerk Frankfurt-Oder umstationiert wurde. Von dort aus ging es dann weiter über Oschersleben, Jericho und Stendal nach Güsten. Im Bahnbetriebswerk Güsten endete dann die Laufbahn der Maschine bei der Deutschen Reichsbahn. Sie wurde am 29. Juni 1972 zettgestellt und am 3. August 1972 ausgemustert. Hinter Gmünd verläuft die Eisenbahnstrecke immer parallel mit der Bundesstraße 265 bis nach Schleiden. Genießen wir ein wenig die Fahrt dieser schönen Einheitslok. Im Wald hinter Olef hat die Maschine eine kleine Steigung zu überwinden, sodass wir dem schönen Klang der einzelnen Auspuffschläge mal gemütlich zuhören können. Thank you.
Nach der Oleftalbahn schauen wir uns die Lok jetzt beim Münchner Brückenfest an. Hier war sie am 28. und 29. Oktober 2006 zu Gast. Leider traute der Veranstalter der Lok nicht zu, dass sie in der Lage ist, einen aus 8 zweiachsigen Wagen bestehenden Zug über die Steigung von Solingen nach Remscheid zu schleppen. Und so hat man ihr zur Verstärkung noch eine V100 hinten mit angehängt. Der Zug durcheilt gerade den Bahnhof Hilden auf dem Weg von Bochum-Dahlhausen nach Solingen. Kurze Zeit später sehen wir die Lok dann hinter dem ehemaligen Hauptbahnhof von Solingen wieder. Heute nennt er sich Solingen Mitte. Nach der Ausmusterung wurde die 24009 nach Westdeutschland an den Eisenbahnkurier verkauft. Dieser setzte die Lok bis zum Dampflokverbot der Deutschen Bundesbahn vor Sonderzügen im gesamten Bundesgebiet ein. Durch das Dampflokverbot konnte die 24009 bundesweit nur noch auf privaten Gleisen verkehren. Erst ab 1993 war sie die erste private Dampflokomotive, die nach dem Dampflokverbot wieder eine Zulassung auf Gleisen der Deutschen Bundesbahn erhalten hatte. Nach der Grenzöffnung der DDR im Jahre 1989 war sie die erste westdeutsche Dampflokomotive, die 1990 im Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen eine Generalüberholung bekam. Ihren zweiten Kessel bekam sie 1994 im polnischen Ausbesserungswerk Pila, zu Deutsch Schneidemühl. Heute, im Jahre 2013, befindet sich die Dampflok im Eigentum der Stiftung Eisenbahnkurier 24009. Seit dem Ablaufen ihrer Fristen ist die Lok im Bahnbetriebswerk Gelsenkirchen-Bismarck abgestellt und wird von den dortigen Eisenbahnfreunden betreut. Wir haben jetzt an die Eisenbahnstrecke von Gütersloh nach Versmold gewechselt. Hier war das Steppenpferd am 24. April 2005 im Einsatz. Die Dampflokomotiven der Baureihe 24 wurden in den Jahren 1927 bis 1940 von der Deutschen Reichsbahn beschafft. Insgesamt erhielt sie 95 Stück. Nach dem Zweiten Weltkrieg verblieben 48 Maschinen in den Westzonen. Von diesen kamen 42 in den Bestand der Deutschen Bundesbahn. Nur 5 gelangten zur Deutschen Reichsbahn in der DDR und 34 Maschinen verblieben in Polen bei der PKP. Die restlichen 3 Maschinen wurden im Krieg zerstört. Die Lokomotiven waren für den Personenzugdienst auf Flachlandstrecken konstruiert worden, sind aber auch als Universalmaschinen auf langen Nebenbahnstrecken in Ost- und Westpreußen eingesetzt worden. Dort erhielten sie auch ihren Spitznamen Steppenpferd. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometern und einer Leistung von 920 PSI konnten die Dampfloks in der Ebene bis zu 350 Tonnen befördern. 250 Tonnen Anhängelast wurden noch mit 50 km/h über eine Steigung von 10 Promille geschleppt.
Die Baureihe 24 entstand als Langstreckenausgabe der Baureihe 64. Mit diesen Maschinen haben sie sehr viele Bauteile gemeinsam. So konnten unter anderem Kessel, Zylinder, Triebwerke, Radsätze sowie das vordere Drehgestell unter den einzelnen Baureihen getauscht werden. Mit der Information, dass von den 95 gebauten Maschinen heute noch insgesamt 4 Dampfloks erhalten sind, wollen wir unser Lokporträt beenden. Neben der 24009 gibt es noch 2 weitere in Deutschland und eine in Polen.